Willkommen in einer weiteren Folge vom Let's Play Kona. Ich bin Enno von Yushano und wir erkunden weiterhin die Gegend nach Hinweisen, was hier denn vorgefallen ist. Hier haben wir wieder einen Anhänger. Da hinten scheinbar ein Lagerfeuerplatz. Okay, Holz brauchen wir eigentlich nicht. Eine Zange haben wir bereits. Was haben wir denn da? Eisenwaren. Ja, wie gesagt, Zange haben wir schon, aber ja, warum denn nicht eine zweite? So, oder warum denn nicht eine Schaufel? 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 Ich scheinbar nicht mitnehmen. Die liegt da so anbietend. Okay, so, ablegen. Zange. Holz brauche ich nicht unbedingt noch. Weiteres Eisenwaren. Bier. Okay. Hä, aber wir hatten noch ganz am Anfang eine Zange. Okay. Warum haben wir nur eine gehabt? Egal. Da hinten scheint noch irgendwas Interessantes zu sein. Unter anderem Wolfsspuren. So ganz sicher mal eben. Für den Fall, dass irgendwas passiert, was passieren soll, haben wir da wieder eine Wasserflasche. Ah, das ist wahrscheinlich eine leere Flasche. Ah, eine leere Flasche brauchen wir eigentlich nur. Ah. Und Cherry. Was haben wir? Ich könnte hier ein Feuer machen. Naja, wäre nicht ganz so gemütlich. Und ich höre wieder das, was so klingt wie Schritte. Das mag ich nicht. Okay, nur irgendeinen Lappen. Können wir nicht mitnehmen. Schade. Gut, dann steigen wir mal wieder ein. In die Karre. Und let's go. Brumm, brumm. Professionelle Let's Plays. Seriös. Brumm, brumm, brumm. Und ein toller Ladebildschirm. Nee. Jo. Ups. Das wäre beinahe unglücklich geendet. Und da oben haben wir schon wieder dieses Eiszeug irgendwas. Oh, was ist das denn? Ein Brief für Lamoth. Können die nicht mal alle mal normale Namen haben? Sehr geehrter Herr Lamote. Hier erhalten Sie die Zündkerze, die Sie für Ihren Shido Olympic bestellt haben. Das ist ein sehr beliebtes Modell, deswegen ist es schwierig, in der gewohnten Zeit neue Ersatzteile dafür zu finden. Vielen Dank dafür, dass Sie sich für die Werkstatt Potwin und Söhne in Shibugamo entschieden haben. Mit freundlichen Grüßen, Gaten Potwin. So. Da haben wir wohl scheinbar eine Zündkerze. Und hier steht irgendwas, aber ich kann kein Parisisch. Und besonders hier. People are so possessive with their land, as a dog is with hydrants. Ja. Wer liebt denn nicht seinen Hydrant? Ja, den möchte man ja nicht hergeben. Ah, und da brauchen wir wieder unsere Zange. Ach genau, dafür, da hatten wir unsere erste Zange gebraucht. Ah doch, wir haben doch zwei. Ah, okay. Wir hatten die ersten schon abgelegt gehabt. Okay. Ja, dann macht mal auf. Hallo? Ist hier wer? Ich leg mal eben weg. Ach, Lamoths Werkstatt. Okay, diese Musik gerade kündigt Interessantes auf jeden Fall an. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Sollte gleich irgendwie ein Feuer machen.
Da fehlt ein Reifen. Where were the amputated parts? Carl grinned as he pictured a Frankenstein-esque car lying around somewhere made of parts from a dozen different vehicles. Ich glaube, das ist gar nicht so interessant. Ein Scheinwerfer. Ja klar, ich tue meinen Scheinwerfer auch immer in eine Kältebox, weil wenn die zu warm werden, dann... Perhaps someone was expecting an important call. In any case, that person's in for a long way. Die sollen ja nicht schlecht werden, ne? Carl already noticed that telephone services weren't provided in this area. So. Können wir das auch mal suchen? The milk was sorted by color, from the whitest to the greenest, or in other words, from the freshest to the sourest. Das ist ekelhaft. So. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo eine Möglichkeit, das uns warm zu machen, oder? Hallo? Feuerstelle? Kamin? Da, sehr schön. Okay, was haben wir denn hier? Carl deducted this was a map of the area. Were those pins pointing to places of interest? Ach, wie kommt er wohl darauf, dass es die Karte von dieser Gegend ist? Vielleicht, weil wir genau dieselbe Karte haben? Nee, wäre zu offensichtlich. Okay, Antwort auf eine Anzeige. Roswell, Atamipak, same story. Large deserts conducive to extravagant follies. Sehr geehrter Mr. Lamoth, in Antwort auf Ihre Anzeige müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die Polizei keine Hinweise finden konnte, die Ihre Behauptung vom plötzlichen Auftauchen eines Mannes aus dem Weltall in Ihrer Ortschaft stützen würden. Offensichtlich haben die Vorkommnisse in Roswell, New Mexico einen tiefen Eindruck bei Ihnen hinterlassen. Aus diesem Grund raten wir Ihnen dringend, möglichst bald einen Arzt aufzusuchen. Hinsichtlich eventueller weiterer Anzeigen sollten Sie sich dessen bewusst sein, dass im Gerichtsbezirk Abitibi... Geil. Geiler Name. Die Existenz von kleinen grünen Männchen nicht offiziell anerkannt ist. Hochachtungsvoll... Pierre Valjean, Sekretär Sorette du Quebec. Ja, ich lese es bewusst so vor. Okay. Das war so ein Verschwörungstheoretiker. Back then, people were obviously scared of the Russian atomic bomb. But an invasion by extraterrestrials was a legit fear as well. Ja, klar. Seems like the mechanic had made his choice. Ein kleiner Verschwörungstheoretiker. Obwohl die Annahme, dass die Russen mal eben spontan eine Atombombe auf USA werfen, ist genauso bescheuert. So, weil letztendlich hatten beide die Atombomben und egal. Bedienungsanleitung Seite 1. Fahrwerk. Das Fahrwerk hat viel zu viele Teile. So ein Ding auseinanderzunehmen ist leicht, aber es wieder zusammenzusetzen, das sieht schon ganz anders aus. Ich habe alles zusammengesetzt, bis auf die Ketten. Die liegen hier in der Nähe irgendwo. Ski. Nicht bei der Arbeit trinken. Nicht bei der Arbeit trinken. Nicht bei der Arbeit trinken. Ich verlege sonst zu viele Teile. Rijan ist gestern gekommen, um mir bei der Arbeit zu helfen. Eigentlich hat er mir mehr dabei geholfen, die Flaschen bis auf den letzten Tropfen zu leeren. Ich glaube, wir haben versucht, Ski zu fahren oder sowas. Ganz blöde Idee. Ich habe den einen Ski, den wir dabei verloren haben, immer noch nicht gefunden. Wie viele Seiten hat das denn? 3, okay. Rumpf. Daraus könnte man ein tolles Kissen für einen Strandkorb machen. Ich brauche nur noch alle Teile, um das Ganze zusammenzusetzen. Elektrik. Der Scheinwerfer hier ist selbst für den Einsatz im tiefsten Winter robust genug. Ich denke, ich werde ihn an meinem streng geheimen Prototypen in der Werkstatt montieren. Im Weltall dürfte es schließlich eiskalt und noch stockdunkel sein. Möchte der sein eigenes Raumschiff basteln oder was? Lenkung. Ich muss mich mit der Reparatur von diesem Teil beeilen, denn wenn ich den ganzen Winter lang im Schnee unterwegs sein soll. In Ordnung, ich habe es geschafft, die Bremskabel zu entwirren und auszutauschen. Pünktlich zum Oktober. Jetzt muss nur noch genug Schnee fallen, damit der Spaß
beginnen kann. Achso, das ist einfach nur so ein Teil, mit dem man durch den Schnee fahren kann. Wie auch immer. Notizen. Dezember 1969. Stunts. Machen Spaß. Wenn man gerade 12 ist und dabei das alte Fahrrad seines Bruders kaputt fährt, würde ich sagen. Ich hingegen habe mein tolles, brandneues Schneemobil, genau, geschrottet. Nach nur 2 Tagen akrobatischer Stunts damit. Die Reparatur wird sicher lange dauern. Ich schätze mindestens 1 Jahr. Verdammter Mist. März 1970. Ich muss diesen gelben Anzug haben und den Helm, der dazugehört. Wie in dieser Werbung. Ich werde die Sachen in der Bucht bestellen. September 1970. Ich glaube, ich habe es geschafft, was noch gemacht werden muss. Erstens alle Teile einbauen, zweitens endlich die Zündkerze erhalten, die ich im August bestellt habe und auf die ich noch warte. Drittens den Zündschlüssel für das Schneemobil finden. Ich glaube, er hängt an meinem Schlüsselbund und der sollte auf dem Generator liegen. Der meine streng geheime Werkstatt mit Strom versorgt, in der ich an meiner ebenso strengen Geheimmaschine arbeite. Wie auch immer, ich muss den Schlüssel finden. Da ich das Benzin aus meinem Schneemobil gepumpt habe, um meinen Wagen auftanken zu können, muss ich das Schneemobil irgendwann wieder auftanken, wenn ich damit auch durch den Schnee brettern möchte. Okay, Benzinkanister haben wir. Wir haben Schlüssel irgendwo auf dem Generator. Und da könnte man theoretisch, glaube ich, eine Zündkerze haben wir auch schon besorgt, also könnten wir vielleicht demnächst ein Schneemobil fahren. Moment mal, haben wir schon alles durchsucht? Ich denke schon, oder? Bauplan für ein seltsames Raumschiff. Carl was willing to bet that the craft would have taken flight. Ja, ich glaube, er hat wirklich vor, nebenbei noch ein Raumschiff zu bauen. Warum auch immer, okay. Nice carry-on. They say it's supposed to soothe the soul. But with this powerful gale that seemingly never sleeps, it was far more likely to get on anyone's nerves. So, ich denke mal, das Teil werde ich dann bald auch brauchen, wenn ich das Teil, also dieses Schneemobil, repariere. Okay. Hier unten haben wir eine Mülltonne. Ja. Was haben wir? Klebeband. Kann man immer gebrauchen. Wenn man irgendwelche Gefangenen genommen hat und man die in den Mund zukleben möchte, geht immer gut. So, ein... Ja, jetzt schön auf die Liege sehen und die Sonne genießen, ne? Ein Sitz. Okay. Carl hadn't lived up to his good finder reputation. He still hadn't found any of the wealth contained in Lamotte's lands. Stimmt. Irgendwie ist das hier so ziemlich das Einzige, was wir an Farbe haben. Monochrom. Oh, der feine Herr. Statt einfarbig. Ah, hier haben wir es, das Schneemobil. Okay. By following the plan, Carl was led to believe that the snowmobile's parts had to be scattered about in the vicinity. Okay, Sitz. Check. Kette. Ja, fehlt noch. Außerdem der Schlüssel, der fehlt ja auch noch. Hier hinten ist eine Strille. Da haben wir einen Anhänger. Wo ich nochmal auf die Rückseite gucken möchte, aber ich kann hier nicht weiter. Kann ich hier gar nicht weiter. Okay. Okay. Hier können wir den Benzinkanister füllen. Hätten wir diesen denn dabei? Okay. Also Benzinkanister muss ich nochmal eben holen. Hier drinnen hatten wir irgendwas schon mal rausgeholt, glaube ich. Okay, dann hole ich mal eben den Benzinkanister. Und Musik ist weg. Ich finde, das könnte man noch ein bisschen... Oh, falsche. Könnte man ein bisschen besser machen. So, einen besseren Übergang zwischen Musik. Ja, so ungefähr. Das war besser.
So, dieses Teil macht mich wieder, wie immer, skeptisch. So, dann füllen wir ihn mal mit Benzin. Ich hatte schon Sorge, dass wir zurückfahren müssen. Sind das Aluminiumplatten? Sheets of metal everywhere. Was Carl out of touch with current home improvement trends? Or perhaps this was meant to protect against residual radiation? Wahrscheinlich hat er auch einen Aluhut auf, der Typ. Ja, und eine Akasha-Säule hier rumstehen. Another worrisome victim of this ice. This one seemingly petrified in action. The poor man, before being frozen solid, seemed to have been defending the entrance to his cabin. Schon wieder dieses Erlebnis. Es muss ja auch hier drin gewesen sein. Gute Frage, was war das? Und der Typ wollte echt mit Aliens in Kontakt treten. Haben wir es vielleicht auch wirklich irgendwie mit Aliens zu tun? Hat er einen Aluhut auf? Das fände ich jetzt sehr witzig. Nee, schade. Okay. Würde ich mal sagen, berühren wir den mal und machen wieder unseren super Trip. Und währenddessen tragen wir mal kurz was in unser Notizbuch ein. Okay. Okay, was finden wir hier Interessantes? Okay. Was hat er da in der Hand? Okay, er hat irgendwas gehört. Danach ist er hier rüber. Und dieses Teil ist runtergefallen. Und es hat angefangen zu brennen. Das ist natürlich sehr uncool. Da wollte er natürlich nachvollziehbar raus hier. Au. Es kam also von außen. Something very important must have been in there for the man to take such time and effort to hide it. But Carl didn't know how to reach it. Das finde ich extrem geil, diesen Trip. Also dieses mit dem hier oben. Okay, wir wissen jetzt, irgendwas ist da in einem dieser Eimer drinne. Das war doch dieser hier, oder? Aber springen kann ich hier drin immer noch nicht. Okay, interessant. Aber warum konnte er das nicht einfach wieder aufmachen? Wegen diesem Wind, der ihm entgegenkam? Ich muss sagen, eigentlich ist dieser Teil höchstens sehr uninteressant. So. Das finde ich um einiges interessanter. Davon behalten wir das Bild jetzt nochmal auch. So. Mal umgucken. Was haben wir denn hier? Juice. Ja. Leckerer Orangensaft. Ich mag Orangensaft. Der ist lecker. The very first steps of man on the moon were made more than a year ago. The event had surely captivated the mechanic's mind. For him to still keep this around. Stimmt, das war damals noch frisch. Unfassbar. Ich konnte mal nur so naiv sein und denken, sowas zu bauen und dann... Ja, egal. Okay. Ach nee, das war nur so eine aufblinkende Scheibe, ich dachte schon. Das stimmt. Sehr gut gedacht, aber das andere Gebäude ist auch eine Werkstatt, also. Carl concluded, the owner of the place had moved more essentials from his house inside the garage. Peculiar man indeed. Okay, da haben wir einen Schraubenschlüssel,
Na, hier irgendwo müsste ja noch ein Generator sein. Wo theoretisch irgendwelche Schlüssel drauf liegen, angeblich. Ist die Frage, was hat er da oben in den Eimer geworfen und wie kommen wir an diesen Eimer ran? Sieht man irgendwas in der Hand? Man sieht absolut gar nichts, außer vorher ein bisschen was von dem Gesicht. Hier ist diese Petroleumlampe runtergefallen. Ach, natürlich, er wollte wahrscheinlich einfach nur, obwohl, das sind Fliesen hier. Ich glaube nicht, dass er davor fliehen wollte, vor einem Brand oder so. Eisenwaren? Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass schon sehr lange niemand mehr hier war. Das ist die Grünen, das ist nicht für irgendwelche grünen Männchen. Oktober 5, dachte Carl. Das war diese Woche. Der Plug sollte hier schon sein. Wir können ernsthaft dieses Schiff. Was? It was an indisputable fact that machines like this entailed a level of intellectual finesse that Carl was lacking. Okay. Wofür haben wir das jetzt gemacht? Um das herauszufinden, was wir vorher wussten, dass dieses ganze Teil eigentlich extrem doof ist? Und warum? Da ist ein Fahrrad. Warum zur Hölle ist da oben ein Fahrrad? Ups, wollte ich gar nicht. Nee, wo war da? Können wir das Bild behalten? Nö, schade. Also wir können es behalten, aber ich fahre wahrscheinlich nichts davon. Okay, hier haben wir Zeugs drin. Langweiliges Zeugs. Ah, konnte ich nicht vorhin irgendwie die Möglichkeit haben, dieses Fahrrad irgendwie anzuklicken? Ich kann ja nicht mal springen. Warum haben wir das gezeigt, dass... dass der da irgendwas in den Eimer reingeworfen hat, wenn ich damit jetzt nicht interagieren kann? Seltsam, seltsam. Okay, wie es scheint, gibt es hier noch eine Menge zu untersuchen. Wir brauchen noch eine Kette. Und noch... Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Aber ja, gehe ich mal erstmal kurz ins Warme. Aber was dann passiert, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Tüdelü.